Und da sind wir wieder zurück bei Super Mario Land 2, The Six Well, Golden ja. Coins. Ah ja, wir machen jetzt weiter. Und Also mein dann. Handy hat vibriert. Es hat nicht mal angefangen und mein Handy hat vibriert. Also Dankeschön. Daniel, wo gehen wir hin? Wir machen die Sternwelt. Okay. Weißt du, ich habe das Gefühl, der Part wird nur 5 Minuten lang. Und die Sternwelt ist eine der Welten, die wirklich schnell gehen. Zeig dir aber, wie es geht. Du kannst ja auch ein bisschen Zeit lassen. Nein, die Blase! Siehst du dieses Wal, nee, nicht Walross, Nilpferd. Nilpferd. Gib mir eine Blase, Bitch. Naja, siehst du, so streckt man künstlich Zeit. Ja, wir können jetzt über diese wunderschönen Wolkentexturen reden, die so wunderschön rund sind und pixelig. Hä? Wow. Das war sehr enttäuschend, Claudio. Ist das dein Ernst? Du willst jetzt wirklich. Du willst das nicht wirklich so machen. Okay? 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 Ich muss es aber so machen. Ja, okay, Anders ist gut. kommt man nicht in die Sternwelt. Also, ich mach es so. Ihr könnt mich Okay, mal cool. alle. Ich mach das so. Mach so, wie ich hier bin. Und er wird doch nicht rangerüttelt. Ja. Hier, ich werd. Oh Gott. Ja, du kannst die Spur verfolgen. Oh Das war keine gute nein! Idee. Wurdest aufgeploppt. Da unten ist ein geheimes Kästchen gewesen. Da unten ist Und bestimmt hier, voll das da ist ein Geheimnis. Secret. Ein Secret, Claudio, ein Secret. Ist bestimmt ein Herz oder so. Ah nee, das Ah, ist Money. Geld. Das sind 100 Münzen. Vielleicht gibt's ja ab 1000 Münzen in ein Bonus-Life. Wir gehen Oder auch noch in so. diese komische Oder ja, Röhrenwelt. die Münzen Okay. sind einfach nur unnötige Highscore, die keine Sau braucht. Wir machen das jetzt so. Passiert, Okay. ne? Ich bin so Ja. geil, weil ich so schnell bin. Okay. Eat the pussy like a Okay, watermelon, like a watermelon. Oh yeah, like a watermelon. das ist ja so wunderschön, wie Claudio hier den Speedrun macht von dieser Welt. Also so macht man Okay. Speedrun, ne? So macht man Speedrun. Es ist auch richtig spannend, ne? Also es ist richtig vielseitig und wow. Wahnsinn, ich bin begeistert. Aber nur so kommt man in die Sternwelt. Okay. Was wäre, wenn du unten lang gegangen wärst? Dann würde ich einfach wieder an dem Ausgangspunkt zurückkehren, wo ich eben war, ne? Das heißt, wenn man das nicht weiß, dann denken die oder dann. Ja. Space Okay. Zone. Okay, die hat nur zwei Dings. Oh, warte, 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 da will ich die Musik hören. Okay, ich hatte es mir jetzt irgendwie spannender vorgestellt, aber es ist nicht schlecht. Von der Space Zone. Ja, lass dir wenigstens ein bisschen Zeit für die Space Zone. Die ist wunderschön. Guck mal, Okay. Mario würde hier sogar einen eigenen Astronautenanzug gebastelt. Das stimmt, und in Super Mario Galaxy benötigt er ihn gar nicht mehr. Ja. Ja, hat man immerhin noch Wert auf Realismus gelegt. Ja, das ist realistisch. Guck dir an, dieses Gumba-UFO. Nein. Ich Lalala. Ich weiß nicht. Ist das Lied nicht eigentlich irgendwie total bekannt? es gibt Ottifanten auf dem Mond. Ich glaube, das sind eher so komische, weiß ich Nein, das nicht, sind Ottifanten. Blowjob-Monster. Blowjob-Monster. Ja, guck dir mal deren Mund an. Ja, das sind eindeutig Ottifanten. Okay, wenn du es so nennen willst. Ja, guck dir den Mund an. Oh. Oh Oh nein. fuck, nein. Marios Raumanzug ist kleiner geworden. Wie ist das nur möglich? Ja. Ups. Gott sei Dank wird hier noch Wert auf Realismus gelegt.
Okay. La, 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 la. Also nochmal, um auf das andere Level zurückzukommen. Das heißt, wenn man das... Was? Nichts. Das heißt, wenn man das nicht weiß, dass man da ganz oben lang fliegen muss und das Level so ganz normal macht, dann wird man immer wieder an den Ausgangspunkt zurückgesetzt, und bis man dann irgendwann versteht, dass man oben rumgehen muss, oder was? Ja. Was ist das für eine Assi-Kacke? Das Spiel richtet sich an kleine Kinder, ne? Ja, aber das hier, also, nee. Finde ich nicht okay. Finde ich echt nicht okay. Achso. Das könnte ich bei I Wanna Be The Guy machen, aber nicht hier. Meinst du? Ja. Wir wissen doch, was zum Kran wiegt, oder? Glaub nicht. Ja, 80 Tonnen wiegt der. Wenn der Kranplatz nicht verdichtet ist, dann geht da gar nichts. Und gleich kommt mein Lieblingslevel, Daniel. Und das wegen der Musik. Haha. Oh. Extra Life! Wie schön, danke schön. Okay. Das Level ist schon ein bisschen heftig, ne? What? Nee, jetzt machen wir hier nicht so, nee. Keine Sorge, so einfach ist es nicht. It's the Star Song. The fucking Star Song. Ja, die Musik ist ganz nett. Ich hab das übrigens auch in, es war eines der, Soundtrack-Lieder, die ich, abgespielt habe. Echt? Ah. Ja. Oh. Ja, das wusste, glaube ich, Patze, ne? Ja, Patze wusste es sofort und es hat mich überrascht, dass er es wusste. Weißt du, es ärgert mich jetzt noch, dass das so nach hinten losgegangen ist. Ja, ist halt so. Da denkst du dir so, ey, Patze nimmt das auf, da kann gar nichts schief gehen und dann so, ja. Lustig, ne? Aber so 40 Minuten voll für den Arsch. Ja. Oder länger, wir waren, glaube ich, eine Stunde gegen das Ding, ne? Um die Stunde, glaube ich, ja. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal einen machen. Ja, okay. Und beim nächsten Mal nehme ich auf, weil jetzt habe ich ja meinen neuen krassen PC mit den neuen krassen Teilen, yeah! Heftig. Dann machen wir einen coolen Soundtrack-Podcast. Oh, fuck. Was macht irgendwie dieses komische Kugelfischchen hier? Guck mal, alle Sternchen sind richtig böse. Ja, das sind die Todessterne. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie den, Dings übersehen hat. Den Checkpoint. Was? Oder habe ich den Check. Wir werden es herausfinden. Ja. Yep. Mal sehen. Du hast ihn übersehen, ja. Ich habe ihn übersehen. Oder er war einfach noch nicht vorhanden. Ja, es kommt davon, wenn man die ganze Zeit nur oben an der Decke rumfliegt. Hast du ja recht, ne? Mann, ey, was hält den Stern auch einfach ein, sich zu bewegen? Sterne stehen normalerweise immer auf der gleichen Stelle, beziehungsweise bewegen sich nur extrem langsam. Meinst du? Ja. Ich finde, Sterne bewegen sich nicht schnell. Das passt nicht zu Sternen. Hab ich recht, Sterni? Ja, du hast recht. Siehst du, ich hab's doch gewusst. Bruder, natürlich. Du hast recht. Alle kommen, die gucken alle böse. Aber der Mond ist glücklich. Ja, der Mond ist glücklich und das ist das Wichtigste. Ich frag mich nur, wo ist da im Hintergrund der Mond? Ich hab irgendwie, ich weiß, warum gibt's eigentlich diese typische Sternform? Also mit diesen fünf Ecken. Eigentlich sieht so ein Stern ja überhaupt nicht aus. Das ist genauso wie mit dem Herz. Das anatomische Herz eines Menschen sieht nicht so aus, wie es dargestellt wird. Das stimmt, ja. Es wäre interessant zu wissen, warum und woher der Ursprung ist, ja. Also ich meine, es muss ja... Ich weiß es nicht mehr. Es muss ja alles, also hier die Form kann ich mir vielleicht noch vorstellen, weil die Menschen, die ganz früher halt so vom Himmel gesehen haben... Ja, die haben das... Das waren quasi so leuchtende Kugeln, dann haben die einfach... Um quasi das Leuchten zu symbolisieren, haben sie dann diese Zacken noch dran gemalt. Ja, das finde ich ganz gut. Das ist eine interessante Idee.
Aber das Herz, also absolut keine Ahnung, warum das so ist, wie es ist. Okay. Das läuft doch ganz gut. Warum sind hier große und kleine Sterne im Hintergrund? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind die einfach weiter entfernt. Na, fuck. Stell dir wirklich mal vor, jeder von diesen Sternen wäre ein Stern. Das würde total keinen Sinn machen, weil hier teilweise halt so Sterne in einer Reihe sind. Und das wäre viel zu... Oh. Und das wäre viel zu ordentlich irgendwie für so eine... So eine Sternformation. Ja, finde ich schon. Oh Gott. Oh mein... Oh mein Gott. Na, da ist der... Was denn? Ja. Ah, da ist der Pilz. Ah. Alles gut. Da ist er. Das war erst die Hälfte des Levels. Ja, sehr gut. Wenn wir mindestens auf 10 Minuten kommen, können wir es als einen Part abbuchen. Dann passt das. Wir haben schon 10 Minuten. Ah, sehr gut. Siehst du? Und du hast gesagt, die machen wir in 5 Minuten. Ja. Aber ich muss sagen, hier diese Welt, die ist anders als der Rest. Also die Entschluss. Kommt der für mich schwerste Boss. Ich mag diesen Boss nicht, das ist scheiße. Oh mein Gott, es ist Manfred. Okay. Was gilt es zu tun? Oh, okay. Da verstehe ich schon. Ah, ich hätte ihn fast besiegt. Der hat mich... Ja. Ich hätte ihn fast besiegt, no. Nein. Also ist okay. Was zu sagen? Letzten Moment. Denk doch mal an die Kinder. Welche Kinder? Denk an die Kinder. Und sie denken auch an dich. Ich glaube, meine Kinder wollen mich nicht. Ja, aber wenn du an die Kinder denkst, denken die Kinder auch an dich, Claudio. Das glaube ich nicht. Glaubst du das oder denkst du das? Was heißt da, ich glaube das? Also ich denke, es gibt ja keinen... Oder würdest du meinen, dass meine Gedanken einen Einfluss auf die Umwelt haben? Also denkst du, dass die Kinder nicht an dich denken? Also das können sie auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass sie an mich denken, wenn ich an sie denke. Was macht das für dich so abwegig? Das macht total Sinn. Johnny! Oh nein, du wurdest direkt getroffen. Außerdem ist es Manfred, nicht Johnny. Johnny ist zu klischeehaft. Ja, noch einmal. Ja, gib's ihm. Ja, Mann, du hast ihn aus seinem Ufo rausgeprügelt. Und er fällt vom Himmel und wird zu einer Münze. ja, genau. Er ist nochmal nach oben geflogen und ist dann zu einer Münze geworden. Und diese Münze ist dann da reingeflogen. Oh je. Yeah. Das erinnert mich ein bisschen an 4 gewinnt. Ach so, wegen... Ja, ich verstehe. Haben wir jetzt gewonnen. Wusstest du, wenn man in 4 gewinnt, seine erste Münze in die Mitte tut, dann hat man, wenn man alles richtig macht, eine 100%ige Chance zu gewinnen. Das heißt, es ist eigentlich voll das unfaire Spiel. Hä? Spiel, wenn man alles richtig macht. Also, ja, dann wenn man verhindert, dass der Gegner eben ein... Also... Dass der Gegner eben eine 4er-Reihe macht. Dann hat man gewonnen. Okay. Also dann hat man wirklich gewonnen, weil man muss einfach nur darauf achten. Okay. So. Also. Okay, wir haben jetzt noch die Mario-Welt. Oder die Turtle-Welt. Le Turtle-Welt. Okay, guck mal, was passiert, wenn man. Hast du eigentlich einen Cut gemacht? Ach so, stimmt ja. Okay, dann wird's Zeit für einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Haha.